Hallo und herzlich willkommen zurück bei Selbermachen. Heute gibt es ein weiteres polnisches Rezept und zwar Bigos. Wie das gemacht wird, zeige ich euch gleich. Wieder ein traditionell polnisches Gericht bei mir, und zwar Bigosz. Die Zutaten dafür seht ihr hier alle auf dem Tisch aufgereiht. Die werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar brauche ich für Bigosz, ja, das sind ca. so 600 Gramm Sauerkraut. Das habe ich hier schon gewaschen. Dann habe ich hier Kampffleisch von Schwein, auch so ca. 400 Gramm. Hier habe ich getrocknete Pflaumen und getrocknete Steinpilze, zwei Lorbeerblätter, eine große oder zwei kleine Zwiebeln zerhackt. Dann habe ich hier polnische Wurst und ich habe hier in Polen gekauft ein paar Frankfurter Würstchen, ihr könnt auch Krakauer nehmen oder Schinkenwürste. Ungefähr ein Dreiviertel Liter Rinderbrühe vom Pulver gemacht. Hier habe ich Weißkohl, auch so 300-400 Gramm, und dann hier noch die Gewürze Majoran, süßes Paprika, Pfeffer, Salz und Öl. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen angebratenen Speck hineinmachen, ein paar angebratene Zwiebeln und nachher zum Abschmecken könnt ihr auch noch ein bisschen Zucker dazu nehmen. So, jetzt kostet ihr einmal das Ganze und würzt das noch ein bisschen nach. Ihr könnt das abschmecken, wie euch das am besten schmeckt. Ein bisschen Zucker vielleicht noch da rein.
Und ja, am besten lasst das dann nochmal ein bisschen köcheln, auf kleinster Stufe. Könnt ihr ruhig nochmal eine Stunde oder länger dann köcheln lassen. Und so richtig schmeckt es erst am nächsten Tag, wenn das so richtig gut durchgezogen ist. Ihr könnt den Bigos warm oder kalt mit ein paar Scheiben Mischbrot essen. So, mein Bigos ist jetzt fertig. Ein weiteres polnisches Rezept nach Mamas Art, nur diesmal ein bisschen noch ergänzt durch ein paar Zutaten, die früher nicht drin waren. Ich lasse meinen Bigos jetzt noch ein bisschen stehen, denn am nächsten Tag schmecken die meisten Sachen noch viel besser als ganz frisch gemacht. Ja, wenn ihr Fragen habt, mir was mitteilen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Das Rezept steht hier unten in der Beschreibung drin. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, das Abonnieren nicht vergessen. Am besten die Glocke anschalten, damit ihr auch gar nichts verpasst. Ihr könnt ja auch mal in meinem Kanal schmökern, was alles schon hier an Videos drauf ist. Ja, viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!